Moin Moin Leute, was geht ab bei euch? Agri für euch am Start. Wir spielen noch mal eine Runde Squadron Tower Defense und bauen unseren Custom Builder mal wieder ein bisschen um. Letzte Runde war schon ganz nice, hat ganz gut geklappt, aber wir müssen noch mal ein paar Sachen ändern. Ich will mal diesen Tree of Knowledge haben. Muss ich mal gucken, wo der, ja, welcher Builder das ist. Also welcher Tower das ist, meine ich. Gucken, ob wir den finden. So. Tita, nein. Deity. Ach, wir müssen erstmal hier wieder auf unseren zweiten Bilder gehen. Nature. Neotank. Ne, Neotank ist auch mega nice. Lord of Death. Spawn of Dragon. Spawn of Dragon kostet einfach mal 0. Das ist natürlich cool. Der kostet 6 hier. Kann ich mir auch nicht verkaufen. Vielleicht holen wir jetzt mal den Lord of Death hier. Ja, so. Okay, wir starten hier wieder. Direkt wieder ein Bierzapfer lief hier. Warum das denn? So, wir starten hier wieder durch. Ja. Machen wir den da hin. Und jetzt mal eher ein Pyro holen. Und wieder relativ früh Gas natürlich upgraden. Also direkt halt die ersten beiden Gas-Upgrades machen. Könnt auch mal probieren, dass man jetzt einmal Gas und dann einmal Speed noch holt. Ich glaube, die Mineralien sollte man haben. Ich glaube, das mache ich auch. Na, kriegt man es hin, ist die Frage. Hat man 60 oder hat man nur 50? Ich glaube, man hat 60. Jo. Probieren wir das mal so aus. Einer liegt schon wieder. Ich weiß auch nicht, erste Runde liegen. Hat man da nichts gebaut oder so? Ist mir das auch noch mal passiert? Ganz bestimmt, Leute. Ich könnte davon ausgehen, dass ich auch schon mal in der ersten Runde geleakt habe. Okay, dann ja, noch mal ein bisschen was rüber schicken gleich. Ich muss mir ja kurz was holen hier. Gleich wieder da. Natürlich direkt upgraden und hier noch mal ein Gas Upgrade machen. Hoffe ich, das klappt jetzt, aber ich denke, sollte laufen. Mache hier gerade nebenbei meine E-Zigarette sauber, sorry. Manchmal bleibt das Zeug da einfach drin hängen. So, machen wir jetzt noch ein Upgrade. Obwohl. Nein, wir holen uns eine Infanterie dazu. Oder so ein Raves könnten wir uns auch noch holen. Der kostet ja 85. Machen wir das mal so. Sollte das wieder laufen. Und natürlich nicht vergessen, immer mit rüber schicken.
Oder einfach gehe ich mal Messe von den Race von die gar keine Zeus kaufen. Wir sind halt relativ günstig. So, wir machen hier erstmal wieder zwei Upgrades. Oder wir machen erstmal nur ein Upgrade. Können wir uns nur einen Zeus gönnen. Oder ein Herkules halt. Na, Herkules ist nicht mit drin. Aber ein Zeus oder ein Pyro. Nehmen wir uns einen Zeus dazu. Nächste Runde dann wieder ein Upgrade. Was haben die hier? Plus 2, plus 1. Die sind sehr sparsam unterwegs. Also so sparsam muss man auch nicht sein. Was haben die denn hier? Cleave, Apprentice, Halfbreed, Prismatik-Resonator, okay. Läuft doch. Ah, die Gegner liegen aber auch nicht. Ah, doch. Ah, leider kann ich mir immer noch den hinten und nicht den Herkules kaufen. Aber vielleicht kann ich noch eine Einheit drüber schicken. Jo. Okay. Halfbreed, noch einen zweiten geht auch nicht. Vielleicht. Vielleicht hole ich mir davon jetzt einfach mal zwei Stück. Oder ein Upgrade und dann könnte ich mir noch ein Gas-Upgrade holen. Ich hoffe, das hält jetzt. Overlords. Könnte knapp werden. Aber wir riskieren es einfach. Ja, ich glaube, es läuft. Nice. Schon plus 6. Richtig gut. Ein Speed-Upgrade auch schon durch. Gegner liegt wieder einer. Doch nicht. Okay, wir können uns einen Herkules holen. Ein Roach-Fighter. Das wird schwer werden. Wir brauchen einen Herkules auf jeden Fall. Ja, fehlen uns auch zwei Mineralien. Und jetzt erstmal zusehen, dass wir noch ein bisschen Block dazu bekommen. Brauchen ein, zwei Pyros gleich. Vielleicht liegen wir jetzt auch für eine sehr schwere Welle. Ja, das sieht nicht gut aus. Obwohl, habe ich letztes Mal auch gesagt und dann lief es auch. Ja, doch die... Das läuft, das geht was. Sehr schön. Ja, wurde nicht gekillt. Glück gehabt. Dann mal rüberschicken. Dann holen wir uns jetzt gleich. Noch Upgrade geht noch klar sogar. Voll. Ne, gegen die Zielroten. Ne, das will ich nicht wagen. Lieber Safety spielen. Okay, Infanterie vorne nochmal. Und dann holen wir uns 270 Pyro dazu. Und wieder ordentlich rüberschicken. Zielots, dann Grimm. Kommen ja auch schon bald. Ist auch schön, dass sie den Halfbreed nicht spawnen können, solange der Pyro da noch steht. Erstmal jetzt gleich ein Upgrade machen noch. Ja, das lief wunderbar. Oh, da sieht es gar nicht mehr so gut aus. Ja, Producer sollte... Ah, ja, nee, schafft er nicht.
Er liegt hier auf jeden Fall. Nicht schön. Gibt für uns halt wieder ein bisschen Income noch. Ja, Pyro ist echt stark. Theoretisch könnte man auch nur mit ja, Infanterie und Halfbrit spielen. Würde wahrscheinlich auch klappen. Okay. Ich glaube, wir riskieren es doch mal und holen es dann Lord of Death noch dazu. Oder noch eine Infanterie, ein Pyro und noch ein Upgrade. Ich glaube, das machen wir so. Und so ein Pyro. Ach toll, ein Upgrade kann ich mir gar nicht machen mehr. Egal, dann lassen wir es so. Gibt es direkt Anfang nächster Runde. Uns fehlen ja nur 4 Mineralien, dann gibt es dann das Upgrade. Damage, die da kriegen wir ein bisschen Schaden. Aber easy. Exotics kommen jetzt. Nicht genug, 301. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt den Lord of Death holen. Armored Chaos. Den packen wir mal so ein bisschen hier vor und dann Hades 355 ja, sollten wir hinbekommen. Kann er noch ein bisschen rüber schicken. Schön, Mutter ist auch noch dabei, dann kann ich auch noch killen. Gibt's noch ein bisschen extra Mineralien. Dafür müssen wir jetzt aber auch alle killen hier. Ah, wird knapp. Für ein Hades. Komm, noch ein bisschen was rüber schicken. Alter, haben wir die Taste gedrückt. Ah, doch, es reicht. Schön. Nein! Nicht genug Vespingas. Oh, uns reicht nicht, ne? Nein. Bleibt mir nichts anderes übrig. Musste den verkaufen. Holst aber einen normalen noch dazu. Oder auch zwei, weil es so schön ist. Dann schicken wir noch ein bisschen kleiner, kleinen Vieh mit. Ja, es wird knapp. Nö, wird nicht knapp, ich mach Upgrades. Nice. Hier oben wird es da knapp. Ja, wird's knapp. Schafft er nicht. Ja, schade. Und bei den Gegnern sieht es, glaube ich, ganz gut. Oh nee, da ist auch ein Leaker. Ein Leaker ist dabei. Ist auf jeden Fall gut dabei. Plus 9 hat er, plus 2 nur. So, wir könnten. Ne, wir machen nochmal Gas. Depots. Dann machen wir doch Depots. Holen wir einfach noch direkt zweimal die Post dazu. Brauchen wir sowieso gleich wieder, ist ja auch egal. Ja, die Pyros gefallen mir aber sehr gut. Machen echt auch fett Schaden. So, schnell nochmal eine Mutter mit rüber schicken. Alles geht auch steil. Schön Chaos Damage. Dann die Upgrades noch. Noch ein Mutter mit rüber. Noch ein Zergling mit rüber. Er schafft's. Ah,
Das wird bei ihm ja auch schon wieder knapp. Okay, der ist tot. Der wird auch sterben. Jo. Das habe ich schon gesehen, Leute. Sah so viel aus, sah aber gut aus anfangs, aber dann habe ich gedacht, nee. So gut sind die doch auch nicht. Schon 100 Income, sehr nice. Okay. Hydralisk sind sehr stark. Halfbreed könnten wir uns holen. Nee, Infanterie, dann lieber noch einen Halfbreed daneben packen. Und dann als Herkules dann nochmal später ausbauen. Jetzt auch mal zusehen, dass wir jetzt hier nur noch Firebats und Mutterlisken rüberschicken. Nur Kleinvieh ist halt nur noch, ne, buttert man rein, es bringt aber im Endeffekt gar nichts. Das wird auch wieder ein bisschen heikel hier. Ja, das sieht gut aus. Zu den nächsten Upgrades. Machen wir mal ordentlich auf Upgrades. Ja, müssen wir schon wieder Supply holen. Ah, da liegt wieder einer. Schön. Oh, da kommt eine Menge durch. Ja, sind auch nicht einfach. Ja, nächste Runde ist wieder für uns easy. Hutlords sind chillig. Chillige Artgenossen. Jetzt noch ein paar Kleineinheiten rüberschicken. Okay, 200 haben wir. Wir könnten uns... Halfbreed können wir nicht mehr ausbauen. Könnten wir vorne nochmal. Wir machen erstmal Gas hier. Machen wir mehr Gas, den können wir auch wieder verkaufen hier. Gut, das sollten wir schaffen, aber dann erstmal. Danach wird erstmal ordentlich gebaut wieder. Plus 18 Gas. Dann gleich die Stufen hier nochmal ausbauen. Kriegen wir auf die Fresse. Ja. Fuck. Das ist uncool. Aber wir regeln es über den Income. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Gegner liegt auch wieder hart. Aber ist mein erster Leak. Trotzdem gut Kohle dazu gekriegt. So, Immortals sind so strong. Hier nochmal ein Pyro hin. Die Pyros sind, glaube ich, mega geil. Und da fehlt mir wieder Kohle für. Ach, verkaufe ich den hier und hol mir oben Infanterie. Jetzt leckt's. Oh. Jetzt verkacke ich es mit dem Bauen wahrscheinlich. Ja, sind wir noch geschafft. So, mal ein bisschen was rüber schicken hier. Wird nicht klappen. Jetzt kriege ich wieder ordentlich auf die Fresse. Muss ja auch mal sein, ne? Wenn man sich hier so Fettgas holt. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Hm. Ja gut, die Millials machen gut Schaden, aber... Ah, da hat er noch was im Start. Ja, das klappt. Gott sei Dank. Dankeschön. Okay. Dann noch ein Lord of Death. Und wir können uns genau noch einen Herkules holen. Das ist super. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir hier so ein bisschen das System mit upgraden noch.
Wir wollen das Game ja immerhin gewinnen. Und er liegt. Und das ist hier eigentlich unsere Stütze. Was hat er hier? Road Champion. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal mit dem Road noch mal gucken. Schon wieder nicht klappen, oder? Doch, das war schon. Gott sei Dank. Was? Aber es war besser. Ne, wir brauchen ein bisschen mehr Income wieder. Ja, drei ist gleich null für mich. Okay, noch ein Haar. Depot ist natürlich. Noch ein Hades dazu holen. Jetzt hier mal so ein Roach-Ding auch nochmal hinsetzen. Ah, der hat ja Range. Hm, packen wir mal davor. Diese Roach-Champion sind, glaube ich, nicht schlecht. Hm. Okay, dann upgraden wir nochmal ein bisschen das System hier. Earth Shock machen wir nochmal. Feuer mit Feuer bekämpft wird. Könnte das klappen? Ja, das war gut. Machen wir ein bisschen Upgrades mal wieder. Heben uns aber noch ein bisschen Kohle auf. Aber wir geben hier erstmal alles aus. Plus 19. Ach, dem Gegner ist was durchgekommen. Schon gewundert, warum es hier nicht weitergeht. Das will ich mal direkt upgraden. Okay, dann. Der Roach Fighter war nicht schlecht. Wir packen uns mal hier seitlich noch so einen hin. Upgraden den auch noch. Und. Holt so ein paar. Ja, ich glaube, Marodeure sind natürlich auch stark. Egal, wir gehen jetzt mal einmal nochmal auf Risiko. Und uns hier nochmal die letzten Upgrades. Werden wir ja sehen, ob wir das jetzt schaffen. Das sieht aber gut aus. Sehr gut sogar. Oh, aber bei einem Teammate, der mal wieder hart gelegt. Aber wir haben da eine Menge stehen. Kamen auch schon die ersten Immortals mit. Ich sollte mich jetzt, ich habe genügend Income eigentlich mit 400, ist schon ausreichend. Ich sollte mich jetzt so ein bisschen hier auf das System konzentrieren und da die Upgrades für machen. Okay, wir können uns hier noch ein Hades holen. Machen nochmal. Ja, natürlich. Jetzt so die Upgrades halt. Und dann mal das System hier weiter ausbauen. So Sub-Cannons und also erstmal die Schaden und Heilungen, so mache ich immer gerne. Irgendwie bevorzugt gerne Heilung auch. Das wird auch schon wieder hart hier. Die Hades sind nicht schlecht. Wird trotzdem übel. Ja, wird eine Menge geleakt.
Ich muss jetzt wirklich erstmal zusehen. Jetzt hier kein Zuckerschlecken mehr. Einfach Messe Fades jetzt. Ne, wir geben es für unser System aus. Wollen das Team nach vorne bringen. Noch ein Pyro vorne mal bauen. Respekt. Gut, dass die da geschickt haben. Drecksäcke. Schaffen wir. Okay. Was kann der hier überhaupt? Los! Mit Depots. Die sind so hart, diese Fettis. Das wird es wohl gewesen sein. Ach, haben wir alle? War traumhaft. Ja, das ist GG. Ach, meine Güte. Hat so gut angefangen. Ärgerlich. Ja, ich war nicht schlecht, würde ich sagen. Also lief ja auch die ganze Zeit relativ gut, bis auf ja, 2-3 Wellen. Ja, kann man aber noch ein bisschen verändern. Bisschen irgendwie mehr Block noch dazu. Aber noch schneller Gas jetzt irgendwie holen, ist glaube ich keine gute Idee. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wünsche euch natürlich selber auch viel Spaß beim Zocken und beim Ausprobieren. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein, Agri out, see you.